Seid ihr auf meiner Seite? Wie, die sind jetzt auch gegen uns oder was? Die. Ich meine, macht ja Sinn, ne? Also, dass die Armor Cam Typen jetzt uns abknallen wollen. Alter. Weil wir kommen ja immer mehr Sachen auf die Schliche, die wir eigentlich gar nicht wissen sollten. Ja, sehr gut, ich hab's verstanden. Jetzt mal auf mich anzuschießen? Ob's ja gleich. Wer ist es? Wer hat mich hier getroffen? Da ist er. Haben wir jetzt die Gröbsten nicht weg? Ne, haben wir nicht. Nicht so melodramatisch, bitte. Mal sagen, die haben wir jetzt gut genagelt. Nicht das, was ihr denkt. Also das ist jetzt echt hier ein bisschen anstrengend. Jetzt geht's aber echt los hier. Aber ich stelle mich auch übelst dumm gerade an, also. Wie gesagt, das gebe ich auch. Auch ehrlich zu. Ey, was ich jetzt erstmal an Medikit sammeln muss, um das wieder aufzufüllen. So, da unten gab es jetzt einen Weg, aber ich laufe jetzt erstmal hier lang. Medikit. Ich weiß halt nicht, wo die jetzt sind, ob der jetzt von unten kommt oder von... Penner. Ich geh mal unten lang. Ja, war eine gute Entscheidung. Hat auch genauso funktioniert, wie ich mir vorgestellt habe. Na, nur schieß! Was ist denn sowas? Okay. Es kann niemand mehr von links oder so kommen, weil die jetzt eigentlich nur noch oben alle sein sollten.
bitte. Geh übers Geländer rüber, danke. Da ist auch nochmal Armor. So, jetzt geht's mir wieder besser. Ah, hier oben waren. Okay, hier oben ist der Bereich, wo die auf mich runtergeschossen haben. Ich habe jetzt auch wieder 5 Medikits, das ist auch okay. Und 70 Armor. Mal von aus, da geht's weiter. Sie können hier nicht hoch, sie können hier nicht hoch, sie können hier nicht hoch. Das ist mein Vorteil, sie können hier nicht hoch. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt, wenn ich da runter springe, nicht irgendwie daneben springe, sonst falle ich ins Nichts. Da bin ich stott. Ich hab gedacht, ich bin tot. Ich dachte, ich bin jetzt zu langsam gewesen. Okay, das musste so sein. Ich musste abstürzen. Find a way back into the main building. Vielleicht sollte ich davon mich etwas distanzieren. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gleich in die Luft fliege. Springe ins Wasser! Das war jetzt knapp. Ja, dann geht's hier lang. Reflexbooster! Und ja, ich muss irgendwo das Gas auskriegen, kann das sein? Das ist kaputt, das heißt, ich komme da jetzt hoch, oder? Yep. Vielleicht habe ich das Gebäude instabil gemacht. Boah. Ich weiß nicht, wer jetzt noch hier bleibt und versucht mich aufzuhalten, der ist echt mutig. Erstmal hier lang. So, Medikits habe ich fast wieder aufgestockt, aber da geht's auch weiter. Warte mal. Ja. Ja, nein. Jetzt muss ich mal gucken, wenn es jetzt hier weitergeht, wo geht's denn da oben hin? Ernsthaft? Ich hätte einfach nur noch ein Müh weitergehen müssen, hätte ich es gewusst. Gut, ich habe ja gesehen, die Brücke ist jetzt kaputt, aber wenn wir hier runterschauen, gibt es hier einen kleinen Weg, den wir nehmen können. Und ich sage ja, also nur wirklich die wirklich harten Hunde, die bleiben jetzt noch hier und versuchen uns aufzuhalten. Der Rest dürfte sich jetzt ja eigentlich aus dem Staub gemacht haben. Kann ich da irgendwie rein in den Raum? Und wenn ich da rein kann, gibt es da irgendwas für mich?
Ah, wir sind auf der anderen Seite. Wir müssen hier irgendwo noch das Feuer ausmachen können. Das Ventil, oder? Nein. Also bis hier sind wir schon mal. Bis da kommen wir nicht rein. Und da kommen wir auch nicht rein. Dann wird sicherlich hier irgendwas sein. Irgendwie muss es ja funktionieren. Ja, ja. Alles okay, Buddy? Leiter. Ventil. Passt. Das ist da oben. Einfach nur ein Licht. Health Booster. Jetzt mal bitte auf. Und da hoch. Passt. Was? Wo? Wann? Wer? Warum? Czankowski? Das war auch Czankowski. Also ich gehe jetzt ein bisschen davon aus, ich stelle jetzt einfach mal eine Theorie auf. Alle, die jetzt vor uns irgendwie rumlaufen und nicht jetzt der Vettel und dieses Mädchen sind, sind tot, oder? Ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus. Einfach mal eine Theorie, die ich aufstelle. Das heißt, Czankowski dürften wir jetzt auch wirklich abschreiben, weil ich glaube, bei dem ist nicht mehr viel zu holen. Ich glaube, der ist wirklich tot. Und hat jetzt nicht mehr wirklich viel zu sagen. Okay. Kommen wir da nicht hoch? Doch, kommen wir. Wenn wir da jetzt langlaufen. Na, wenn sich das mal nicht gelohnt hat, dann weiß ich auch nicht. Wir können aber auch wahrscheinlich jetzt da unten. Warte mal. Wenn wir jetzt da runter gehen, haben wir ein bisschen Wasser. Aber da war jetzt gerade ein Ventil. Das heißt, wenn wir an dem Ventil drehen, müsste ja eigentlich in der Theorie. Ja, nicht wirklich weit nach unten. Müsste eigentlich das Wasser steigen, oder? So, wir probieren das einfach mal aus. Wir gehen jetzt mal hoch, drehen mal an dem Ventil und geben mal den Wasserstand und passt und dann gucken wir mal, was passiert. Okay, einmal gedreht, mehr geht nicht. Das war jetzt das höchste der Gefühle. Da oben kommen wir auch nicht lang und da müssen wir rein. Auf Nummer sicher sogar. Wo zum Geier geht's hier weiter? Also, wir müssen doch irgendwo. Da ist ein Hebel. Oder da unten ist irgendwo was, warte mal. Ja, so viel zu dem Thema. Werde ich ja trinken. Gut, dann war es das so. Okay, dann sind wir jetzt darüber geschwommen, weil irgendwas muss es damit auf sich haben.
Fahrstuhl rufen, ruft auch meistens irgendwelche Heavies mit auf den Plan. Das heißt, ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn der Fahrstuhl jetzt runterkommt und dann wieder irgend so ein Elite-Soldier da drin hockt. Wir haben jetzt eh gerade gesaved. Warum muss ich da jetzt recht behalten? So, der ist weg. Wie viel waren das? Der war auch noch da. Gut, nehme ich. Nehme ich. Quick Save. Solange der Heavy weg ist, ist alles okay.